Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Auch ein neues, Leute, denn ich habe dieses Q&A, was ich heute drehen möchte, eigentlich schon mal gedreht. Egal, ich hatte es ohne Ton gedreht, läuft bei mir. Und ja, ich hatte tatsächlich, ist schon eine Weile her, am 8. Dezember, nämlich bei Instagram nach Fragen gefragt und da habe ich 326 Kommentare auf den Post bekommen, was aber auch daran lag, dass Sammy an dem Tag Geburtstag hatte und das eigentlich sein Geburtstagspost war. Und ja, wenn du Bock drauf hast, so ein bisschen Style and Talk mit mir zusammen zu machen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir das jetzt auch ein bisschen anders sortiert, dass ich vielleicht auch so ein paar andere Fragen jetzt habe, weil ich möchte das natürlich so spontan wie möglich auch beantworten. Und ich starte mit der ersten von Janiva 1986. Worauf bist du am meisten stolz in deinem Leben? Die Produkte, die ich hier verwende, sind eher zweitrangig, aber ich verlinke euch die trotzdem mal in der Infobox. Genau, da habe ich hier auch viele Produkte, zum Beispiel aus meinem Project Pen. Und genau, also die Frage hatte ich tatsächlich auch im anderen Q&A schon und musste auch ein bisschen nachdenken. Aber letztendlich bin ich stolz darauf, dass ich mein Leben lebe, trotz meiner Vergangenheit. Und genau, ich bin natürlich auch total stolz darauf, ein so unglaublich krasses Kind zu haben und einen fantastischen Partner an meiner Seite, einen großartigen Hund und ein so liebevolles Umfeld mittlerweile halt auch zu haben. Aber all das hängt bei mir halt auch viel damit zusammen, dass ich meine Vergangenheit zwar noch nicht hundertprozentig bewältigt habe und über viele Dinge noch nicht hinweg bin, um das mal so zu sagen, das werde ich wahrscheinlich auch nie sein, aber dass ich versuche und es auch weitestgehend schaffe, einfach mit dem, was ich mache und dem, wie ich bin, dem, wie ich mich entwickelt habe, Menschen zu helfen und denen vielleicht zu ermöglichen, glücklicher zu sein. Und genau, also ich bin tatsächlich am meisten stolz darauf, dass ich trotz meiner Vergangenheit lebe. Genau, so kann man das, glaube ich, am besten auch beantworten. Ja. Wirklich. Genau, ich verwende jetzt gleich auch eine Foundation und auch ein paar andere neue Produkte von Purish. Da könnt ihr aktuell, meine ich, mit Claudis Welt 15% drauf sparen. Die haben nämlich jetzt zum Beispiel Madara im Sortiment. Und das habe ich auch schon vor Jahren schon mal getestet. Ist halt Naturkosmetik, das läuft auch irgendwann ab. Meine Foundation war irgendwann abgelaufen, aber die ist fantastisch. Ja, Birgit 1101 schreibt, herzlichen Glückwunsch, wie vertragen sich Kind und Hund? Ja, also Sammy war anfangs total skeptisch und vorsichtig, das muss man wirklich sagen. Der hat sich sehr zurückgehalten und war extrem vorsichtig. Also der hat sich tatsächlich auch Julius gar nicht wirklich nähern wollen, weil ich glaube, Julius auch oder Babys in dem Alter dann ja auch einfach zu unkontrolliert für Tiere sind. Ne? Deswegen hat Sammy dann immer eher einen Rückzieher gemacht und Julius dann einfach machen lassen. Und jetzt gerade ist es natürlich so, dass Julius auch mobiler wird, auf Sammy zugeht und so. Da ist es anfangs so gewesen, dass Julius dann eher Sammy eher ausgewichen ist und Julius halt einfach seinen Raum gelassen hat. Aber jetzt mittlerweile, wo Julius ja auch mal so eine, keine Ahnung, ein Brot bekommt, wo dann auch irgendwie mal Käse oder Wurst oder sowas drauf ist, ne? Möchte Sammy dann natürlich auch schnüffeln und findet das ganz interessant. Das heißt, jedes Mal, wenn Julius jetzt Essen bekommt, hängt er wirklich bei Julius Stuhl ab. Und wenn ja, mein Sohn dann das auf dem Boden isst zum Beispiel, manchmal hat er dann natürlich sowas, dann bietet Julius auch gerne Sammy was davon an, sodass Sammy sich dann ihm auch nähert und auch ganz, ganz vorsichtig das auch versucht zu nehmen, wenn Julius ihm das hinhält. Manchmal veräppelt Julius ihn aber auch tatsächlich. So ein witziges Kind, das ist definitiv unser Kind. Und genau, also es ist tatsächlich auch eher mittlerweile so, dass Sammy auch Neugierde zeigt und sich immer mehr auch ja, Julius annähert. Ne? Für ihn ist es immer noch ein bisschen verwirrend, dass da so ein kleiner Fratz die ganze Zeit auch ist und durch die Gegend läuft und vielleicht auch mal ab und an versucht, an sein Futter zu gehen, wobei da auch Sammy manchmal ganz toll ist und wenn er dann Futter bekommt, also er kriegt das halt in der Küche und dann geht Sammy dann manchmal zu seinem Futter und holt dann ein, zwei Bröckchen und legt die dann quasi auf den Teppich, wo Julius gerade am Spielen ist und geht dann auch weg, so nach dem Motto, okay, du kannst auch was von meinem Futter haben, ne?
Es ist schon witzig, ja. Ich glaube, unser Kind wird sehr gesund, weil er sehr viele Abwehrkräfte bekommt, ist klar. Was ich halt großartig finde, ist, dass Sammy kein Hund ist, der einen jetzt so ableckt oder so. Das heißt, da müssen wir keine Sorgen haben, dass der jetzt irgendwie Julius durchs Gesicht lecken würde oder sonst irgendwie was macht, ne? Das ist halt schon mal sehr, sehr positiv. Ab und an wird auch mal ein Spielzeugwürfel oder sonst irgendwas gemopst, so nach dem Motto, Julius geht ja auch an meine Sachen, vielleicht darf ich ja auch mal. Aber das nehmen wir dann natürlich weg, wenn wir das sehen, ne? Und hier oben hat Sammy mittlerweile drei Spielzeuge liegen. Und ja, Sammy ist auch gerade unten, weil er eben noch am Pennen war. Und deswegen, also da hat er hier oben immer so seine Sachen. Oder wenn Julius im Bett ist, sei es zum Mittagsschlaf oder wenn er halt abends schläft, dann bekommt Sammy auch seine Spielzeuge, dass Sammy dann auch ein Stück weit auseinanderfusseln kann. Was ist jetzt meins? Was ist das von Julius? Dass er auch nicht an Julius Kuscheltiere geht. Was wir natürlich ihm auch irgendwann, oh Gott, das wird noch wirklich spektakulär, beibringen müssen, ist er das, ist, dass er nicht die Bälle von Julius, sobald, ne, wir dann einfach mal mit Bällen auch spielen, kaputt machen darf. Weil das macht Sammy ja ganz gerne. Da müssen wir mal ein bisschen gucken, wie wir das dann auch hinbekommen. Aber ich muss wirklich sagen, dass es traumhaft ist, wie die beiden zusammen sind. Und wie beide auch ja, sich eigentlich tatsächlich interessant finden, aber auch irgendwie so vorsichtig sind. Und sich jetzt nicht irgendwie gegenseitig den Raum nehmen. Wobei Julius schon manchmal durch seine Neugier dann auf ihn zupirscht und so, aber manchmal beobachtet Julius Sammy halt auch einfach und sagt auch wa. Bei Waus ist er noch nicht angekommen. Und ja, das ist schon sehr, sehr spektakulär und das macht mich auch sehr glücklich, dass es eben auch so gut und harmonisch mit den beiden ist. Also Sammy ist ein absoluter Familienhund. Ich habe auch mal ein Buch über Sammy geschrieben, über seine fiktive Vergangenheit, die ersten 2 Jahre, die er so, ne, bei der Eiche vor, ach Quatsch, noch nicht bei der Eiche vor Dogs verbracht hat, sondern quasi auf der Straße. Das kann ich euch mal einblenden und auch in der Infobox verlinken. Denn ja, über viele, also eigentlich über meine 3 Herren, die hier im Hause sind, habe ich ja schon 3 Bücher geschrieben. Also sowohl mein Schwangerschaftstagebuch, ne, Hallo Mr. Bauchi, das kann ich euch auch mal einblenden und verlinken, als auch, ja, im Prinzip ist vergangene Verse auch ein Stück weit Schatzi gewidmet, weil da sind sehr viele Gedichte drin, die ich natürlich auch in unserer Zusammenkommenzeit geschrieben habe. Und da dann aber auch nochmal meine Gedanken, das ist auch ein Stück weit von Schatzi inspiriert, ein Stück weit, ne, weil er auch mal angefangen hatte mit so einem 5-Minuten-Tagebuch, aber er hat nicht so dieses Durchziehen gedönsen. Wobei theoretisch könnte er dann mit seinem 5-Minuten-Tagebuch ja jederzeit weitermachen, wie das ja auch bei dem ist, was ich rausgebracht habe, weil du da selber das Datum eintragen kannst und da jetzt nicht irgendwie fixiert bist, ne? Und das ist ja eigentlich immer schnell gemacht. Aber naja, da war ich auf jeden Fall auch inspiriert von Schatzi und Schatzi inspiriert mich sowieso. Das ist ein fantastischer Mann. Ich kann es nicht anders sagen. Ich liebe ihn über alles. Es ist wirklich so. Und ja, wow, das war jetzt wirklich sehr abgeschweift, ne? Naja. Auf jeden Fall Prost. Wir haben hier einen kleinen Kaffeeklatsch. Ich hoffe, ihr packt euch auch irgendwie eine Gesichtsmaske drauf oder ihr schminkt euch mit mir oder keine Ahnung, macht irgendwie jetzt auch was für euch, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, oder? Ich habe hier meinen Kaffee. Ich liebe Kaffee und das ist jetzt 14 Uhr an einem schönen Sonntagnachmittag, wo ich filme. So, kommen wir zur nächsten Frage von Kerstin Weber 1. Happy Birthday, Sammy. Möge er noch ganz, ganz lange in eurer Familie bleiben. Meine Frage: Was ist bei euch an Weihnachten Tradition? Oha, also wir haben eigentlich schon relativ viele Traditionen. Ich muss aber sagen, dass natürlich jetzt durch die Situation, dass wir auch ein Kind haben, hoch die Tradition jetzt so ein bisschen außer Rand und Band sind und man die halt jetzt noch nicht so wirklich umsetzen kann. Ne? Ich verwende jetzt von Nee den Liquid Bronze, auch der aus dem Project Pen. Also eigentlich war damals von meiner Familie aus Tradition, dass wir Krippensingen gemacht haben, bevor es die Bescherung gab. Das heißt, wir sind durchs Haus gegangen, da haben ja Oma und Opa auch noch mit uns im Haus gelebt. Und dann sind wir von Krippe zu Krippe und jeder hatte im Prinzip eine aufgestellt, mindestens eine. Teilweise hatten Oma und Opa auch mal 2 Krippen stehen. Und dann haben wir halt dort Weihnachtslieder gesungen. Und ja, genau. In der Zeit hat dann quasi das Christkind die Geschenke unter den Tannenbaum gelegt. Also wir haben dann das Christkind
herbeigesungen. Und genau, also das haben wir gemacht. Und erst war das natürlich ohne Instrumente. Später hat meine Mama dann auch mal Blockflöte gespielt oder ich habe Gitarre gespielt oder Papa hat Akkordeon gespielt. Und teilweise auch alles gleichzeitig. Das war dann ein bisschen wild. Aber es war halt schön, ne? Und ja, das war so unsere Tradition. Außerdem hatten wir dann auch noch, dass wir halt natürlich bestimmte Gerichte hatten. Das gibt es auch immer noch dort in dem Hause, wo ich aufgewachsen bin, als Tradition. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen, weil bei manchen Themen werde ich ein bisschen sentimental, weil natürlich ja auch die ein oder andere Person nicht mehr unter uns weilt und es vielleicht ja nicht allen mehr so gut geht, wie es mal war, ne? Und halt dieses Familiäre auch leider nicht mehr so gegeben ist. Egal, auf jeden Fall war dann auch noch Tradition, dass wir Hühnerfrikassee mit Pastete gegessen haben an Heiligabend. Das war auch immer so eine Sache. Und, weil es halt meine Familie ist, Leute, Apfelmus dabei. Oh, so geil. Also das ist halt wirklich so unsere Tradition. Viel mehr hatten wir eigentlich so gar nicht. Also klar, Tannenbaum schmücken, ne? Dass man sowas dann auch gemeinsam gemacht hat, wenn mein Papa dann auch die Zeit hatte und so. Und ja, das waren so die Traditionen. Bei Schatzi gab es halt sehr viel familiäre Traditionen, dass es dann auch immer feste Tage gab, wo dann auch die Familie zusammengekommen ist, weil er auch in einem Haus groß geworden ist mit seinen Großeltern. Und dann war bei ihm auch immer Familientag. Ich weiß gar nicht, wie wir das am Anfang gemacht haben. Ich glaube, wir haben dann immer einen halben Tag bei mir und einen halben Tag bei ihm verbracht oder so. Das weiß ich gar nicht mehr, weil wir, glaube ich, beide, oder hatten wir das dann abwechselnd, dass einer am ersten und einer am zweiten Weihnachtsfeiertag? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir das dann ja natürlich seit 2005 auch zusammen verbracht. Und ja, auf jeden Fall. Wird man wirklich sentimental, ich sag's euch. Er hat dann mit in unsere Beziehung auch reingebracht, als wir dann auch zusammen gewohnt haben und auch wirklich die Vorweihnachtszeit zusammen verbracht haben, dass wir gemeinsam die Muppets Weihnachtsgeschichte und die Muppets Feiern Weihnachten geschaut haben. Das war so wirklich auch eine Tradition, die wir fortgeführt haben, weil er das als Kind auch wohl viel gemacht hat. Und ja, ich habe aber schon lange nicht mehr diese beiden Filme leider gesehen. Ich glaube, letztes Jahr haben wir es versucht, aber da ging es nicht so wirklich. Dieses Jahr war alles auch ein bisschen dröselig und da haben wir es halt auch nicht so machen können. Und ja, genau. Das war auf jeden Fall oder ist auf jeden Fall so Tradition, normalerweise halt auch einen Tannenbaum aufzustellen. Aber das haben wir uns dieses Jahr halt gespart. Ansonsten war das halt wirklich, dass wir so ungefähr eine Woche vor Heiligabend, also Schatzi und ich, ne, so unsere Tradition dann quasi, dass wir dann gemeinsam losgefahren sind, einen Tannenbaum geholt haben und dann auch weihnachtlich dekoriert haben. Wobei das haben wir eher so auch schon Anfang Dezember gemacht, ne, sobald uns halt wirklich weihnachtlich die Stimmung kam. Aber dieses Jahr kam die nicht so wirklich. Und dann, sobald der Baum halt da war, halt auch den Baum geschmückt, genau. Und ja, das war immer schön. Also fand ich auch immer sehr cool, das dann zusammen zu machen. Währenddessen lief dann meistens so Weihnachtsmusik, so ganz klassische. In meinem Heimathaus lief fast immer Rolf Zukowski. Und so wurden wir dann auch wirklich an jedem Adventswochenende von unserem Papa geweckt. Das war immer großartig da. Ja, gerade wenn man dann so Teenager war, ne, dann war das nicht mehr so cool. Dann hat er halt die Anlage auf volle Pulle gedreht. Rolf Zukowski, gib ihm. Oder wenn es halt wirklich geschneit hat, das typische Rolf Zukowski, es schneit Lied. Wow, ging die Party ab. Und da freut man sich aber auch als 17-Jährige noch drüber, wenn der Vater das anmacht und man rausguckt und es wirklich Schnee liegt. Das waren alles so verrückte Zeiten. Naja, und ansonsten, ja, genau, das war so immer das Ding. Und ansonsten sind wir gar nicht so super traditionell unterwegs, muss ich sagen. Wir genießen einfach die Zeit und versuchen halt viel Gemütlichkeit mit reinzubringen, was mal mehr, mal weniger funktioniert. Will eh niemand wissen. wo siehst du dich in 20 Jahren? Ich liebe solche Fragen, ne? Wie alt bin ich dann? 54. Cool, ja, dann würde ich quasi irgendwann 55 werden. Hier, definitiv. Also in 20 Jahren, ich verwende jetzt hier das bei Terry Poo, das ist auch in meinem, ist das überhaupt in meinem, nö, das ist gar nicht in meinem Project Pen, egal. Brauche ich aktuell etwas auf. Hier, also ich möchte definitiv hier wohnen bleiben. Ich möchte definitiv den Mann an meiner Seite haben, den ich jetzt habe. Vielleicht noch weitere Kinder, das muss man einfach schauen, inwiefern das klappt. Und ne, also dass ich das jetzt nicht irgendwie als, ich muss unbedingt noch weiter mehrfach Mama werden oder so. Ich sag mal so, wir hätten hier genug Platz.
Da müsste ich halt nur irgendwann schauen, wie ich das mit YouTube mache. Aber da haben wir auch schon unsere Pläne. Da kann ich natürlich auch sagen, dass ich irgendwann separat ein Büro miete oder so. Oder dass ich, keine Ahnung, irgendwelche anderen Gegebenheiten hier dazu halt umbaue oder so. Das muss man halt einfach gucken. Aber wir hätten theoretisch genug Platz, um allerhand Kinder hier auch unterzubringen. Auch das Bruder von Two Faced, das ist aber in meinem Project Pen. Man muss einfach gucken, was einem das Leben so bringt, ne? Naja, auf jeden Fall wäre das definitiv ein Plan, den ich auch sehr cool finden würde, wenn er denn funktionieren würde, wenn wir halt unsere Familie erweitern würden. Beruflich muss ich halt einfach gucken, ne? Also ich weiß es nicht. Ich würde mir natürlich wünschen, dass ich hier in 20 Jahren auch noch sitze und weiterhin für euch Videos drehen kann, weiterhin auch Content produziere. Ich weiß aber natürlich nicht, wie es mit YouTube oder Social Media generell so weitergeht, ne? Wer weiß das schon? Da ist halt das Positive. Ich habe ja 10 Jahre, bevor ich hier YouTube angefangen, also während ich YouTube ja auch angefangen habe, ne, habe ich ja auch gearbeitet. Also ich arbeite jetzt ja auch, aber halt in einem klassischen Beruf. Und ich könnte jederzeit halt auch wieder dahin zurück, weil ich jetzt ja auch Dinge mache, die total berufsbezogen sind. Also, dass ich überhaupt ja die Selbstständigkeit gewählt habe und da dann auch wirklich jetzt im Prinzip alle Bereiche meines Ausbildungsjobs mit abdecke. Das ist ja, als Industriekauffrau hast du ja in 3 verschiedenen Bereichen hauptsächlich gearbeitet. Das ist der Einkauf, das ist die Buchhaltung und das ist der Vertrieb. Und ich habe mich dann letztendlich auch ja, spezialisiert, nicht unbedingt auf den Vertrieb, aber ich habe da hauptsächlich dann später drin gearbeitet. Und ja, deswegen, also das ist so dann auch das, was ich jetzt ja auch jeden Tag hier mache. Also Marketing mache ich nach wie vor super viel. Vertrieb mache ich ja auch so viel. Wobei das Produkt, was ich vertreibe, bin letztendlich ja ich selbst. Sich auch manchmal ein bisschen verrückt an, aber ich halte natürlich auch weiterhin meine Kenntnisse offen, ne? Dass ich dann halt auch weiterhin mit Programmen arbeite, also mich halt auch weiterhin bilde, dass ich dann auch neue Programme kennenlerne. Das sind natürlich keine Warenwirtschaftssysteme, aber das sind halt auch weiterhin Computerprogramme und das ist natürlich eigentlich das, was man in meinem Job auch gebraucht hat, nämlich diese technische Geschichte, dass man bereit ist, auch mal ein neues Programm kennenzulernen oder so und ja, weil nicht jeder mit dem gleichen Warenwirtschaftssystem arbeitet, dass man in Excel fit ist, in Word, klar, auch wenn viele Unternehmen, gerade die IT-Abteilung, immer wieder versuchen, natürlich Excel zu canceln und immer mehr halt die ganzen Sachen auch in den Warenwirtschaftssystemen inkludieren wollen. Trotzdem ist es ja so, dass viele Sachen halt von der Base hier gleich arbeiten, ne? Und ja, also so ist das halt auch, dass ich das halt weiterhin, also mache. Ich führe Preisverhandlungen, ich schreibe Rechnungen, ich befasse mich mit der Steuer, wobei das hauptsächlich über einen Steuerberater geht, aber ich mache ja die vorbereitende Geschichte immer noch dafür, natürlich. Und ich mache Warenausgang, Wareneingang, wobei ich da jetzt nicht die Buchung in dem Sinne mache, sondern gegebenenfalls als Excel-Tabelle oder halt im Video dann als Infobox, wobei das auch in Excel bei mir läuft. Bestandsführung mache ich durch meine Schminksammlung, dass ich da meine ganzen Geschichten aufführe, also quasi Lagerwirtschaft in Anführungsstrichen. Also das ist schon so, dass ich ja gar nicht so weit aus meinem Job raus bin und dementsprechend jederzeit halt auch wirklich zurück könnte, in Anführungsstrichen zurück, um da halt einfach meinem Ausbildungsberuf wieder nachzugehen. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich halt diesen Beruf gelernt habe, Industriekauffrau, weil das sehr, sehr breit ist und auch meine Kenntnisse echt fordert und fördert, ne? Das mag ich. Deswegen ja, bin ich happy, dass ich damals den Weg auch gewählt habe und jetzt hier auch YouTube und die Selbstständigkeit generell auch echt damit zusammenhängt. Wie sich das Ganze dann letztendlich entwickelt, ob ich dann irgendwann eine mega krasse Firma habe und mal irgendwann krasse Produkte rausbringe oder so, gar keine Ahnung. Dafür ist es halt auch schon wieder praktisch, dass ich im Bereich Produktentwicklung auch reinschnuppern konnte, weil ich da halt natürlich auch mit denen, also da habe ich bereichsübergreifend auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen natürlich zusammengearbeitet und kenne mich da auch ein bisschen mit aus und kann natürlich da auch einfach mein Wissen mit reinbringen und deswegen verstehe ich halt auch oft, wenn dann neue Produkte rauskommen und die nicht gut funktionieren, so ein Stück weit die Firmen, kann das nachvollziehen und bin dann halt auch sehr nett, ne? Weil ich halt immer dran denke, dass da auch Menschen sitzen, die sich natürlich darüber Gedanken gemacht haben, über das Produkt und ja, man sollte nicht immer alles grundsätzlich wegbashen, das ist jetzt ja auch nicht so mein Vibe, das wisst ihr ja von mir, ne? Und ja, genau, also deswegen glaube ich, dass ich in 20 Jahren
hoffentlich einfach glücklich sein darf und vielleicht ein paar mehr Falten habe. Aber mal gucken, was dann auch letztendlich mein Job ist. Bin ich selber auch sehr gespannt, ne? Ja, und in 20 Jahren bin ich aber hoffentlich noch keine Oma. Julius, halte ich zurück. dann hat Annemona-Magnolia gefragt, Happy Birthday, meine Frage, welche Lieblingsbrand hattest du früher? Oh. Also eine Brand, definiere früher. Okay, wo fangen wir an? Also ganz früher war natürlich, also hier habe ich von Maxim Riva Loves Me, ne, den Skin Enhancer. Damals habe ich viel so in der Drogerie geshoppt, da habe ich von Nivea, habe ich die Produkte sehr gemocht, weil ich die sehr angenehm fand. Ich hatte ja damals auch schon natürlich, ne, eine trockene Haut und da kam ich natürlich auch dann mit Foundation und so weiter sehr gut zurecht. Und deswegen habe ich da recht viel gekauft. Max Factor habe ich auch Foundation gehabt, soweit man das Foundation nennen konnte, was damals so war. Übrigens das neue Catrice Hochsortiment sieht auch bei Purish ein, ne, nach und nach. Da habe ich jetzt hier den All-in-One Brow Perfector in Blond. Den, ne, verwende ich jetzt einfach mal. Ja, also da war ich auf jeden Fall mit dabei. Art Deco, da habe ich mir dann irgendwann auch einen blauen Lidschatten und auch einen schwarzen Lidschatten gekauft. Das war ja so meine Lidschatten-Collection in meiner Zeit. Es gab halt nicht so viel. Ja, also das ist so die, sind so die Lieblingsbrands meiner Jugend. Einfach, ich kannte ja auch nicht so viel andere Sachen. Man hat halt das gekauft, was es im Schlecker zum Beispiel gab. Oder, das hatte ich auch, ich weiß nicht, kennt ihr das noch? Da gab es von der Volksbank so ein Jeans-Sparbuch und in diesem Jeans-Sparbuch war auch irgendwie so ein Bonusheft auch immer mit dabei. Und das haben meine Freundin und ich damals dann auch immer wieder eingelöst und waren dann auch irgendwie bei so, keine Ahnung, Parfümerien, die dann auch Wimpernfärben gemacht haben oder mal einen geschminkt haben oder so und dann auch Produkte verwendet hatten, die man so nicht kannte. Und dann war da auch natürlich, ja, in der Parfümerie auch die Möglichkeit, das Produkt zu kaufen. Und dann hat man sich das angeschaut und dann auch gegebenenfalls gekauft. Sein ganzes Taschengeld für einen Monolidschatten ausgegeben und ja, sich dann darüber gefreut, ne? Und hat den dann aber auch mit Freude getragen. Ich erinnere mich wirklich an so ein Knalleblau von Art Deco. Das war echt der Wahnsinn. Und das ist halt etwas, was uns da empfohlen wurde. Das waren echt wilde Zeiten, Leute. Meine Güte, ja, ich bin ja 89 geboren, ne? Ja, und später war ich halt von allem geflasht, als ich auch mit so YouTube anfing, was halt ein geiles Verpackungsdesign hat. Das war dann natürlich Too Faced. Oh mein Gott. Da hat mein Herz für geschlagen. Und ja, das war so das absolute High-End-Gedönsen. Und dann hat man sich auch mal eine Lidschattenpalette gegönnt und so. Und wenn ich da halt dran zurückdenke, dann bin ich so stolz auf mich, wie sich das alles entwickelt hat und wie das jetzt so auch ist, ne? Das ist unglaublich. Und dass ich da zum Beispiel jetzt auch über Kooperationen total gut drankomme, zum Beispiel mit Lookfantastic. Da habe ich ja auch den Code Claudi Welt, da könnt ihr immer drauf sparen. Wahrscheinlich verlinke ich euch auch ein paar Sachen von dem Shop dort. Und da gibt es ja auch Too Faced und so. Und das sind dann einfach so Sachen, die damals wirklich so ein Traum waren, dass man da überhaupt die Möglichkeit hat. Und jetzt, ja, jetzt habe ich das absolute Privileg, mit und für euch Produkte zu testen, dass Firmen mir sowas zuschicken, weil sie auch ein Stück weit auf meine Meinung vertrauen, auf mein Feedback vertrauen und dass ihr auch auf meine Meinung und mein Feedback vertraut. Das ist das, was mir ja auch so, ne, was mich hat. Was mich hat halt auch wachsen lassen, sehr. Ihr, also das ist echt Wahnsinn. Und weil ihr einfach so krass seid, würde ich auch sagen, ich mache in diesem Video auch mal eine kleine Verlosung. Ich habe ein Beauty-Paket zu gewinnen, was ich selber zusammenstelle. Alles, was du dafür tun musst, steht in der Infobox. Schau gerne mal rein. Habe ich mir gerade überlegt. Dankbarkeit ist immer wichtig, ne? Genau, ja. Also das sind so die Brands, die mich damals so begleitet haben. Und eben durch mein Hobby damals, mittlerweile ja Beruf, YouTube, bin ich dann in den Genuss gekommen, auch weitere Marken auszutesten, Indie-Brands kennenlernen zu dürfen. Wahnsinn. Das war überwältigend für mich dann auch echt, was es so gibt. Anfangs war ich natürlich ein bisschen überfordert von der Masse.
Aber mittlerweile habe ich mir da ein ganz gutes Konzept auch überlegt, um das auch ganz gut lagertechnisch hinzubekommen. Und bin auch sehr strikt, was dann Aussortieren angeht. Klar, manche Sachen werden aus sentimentalen Gründen behalten, das ist keine Frage. Aber ich versuche das halt wirklich so wenig sentimental wie möglich dann auch zu sehen. Ich weiß nicht, habe ich schon angefangen, meine Schminksammlung hochzuladen, mein Declutter? Wow, da bin ich schon ganz fleißig dabei. Und ja, Wahnsinn. Also ich bin euch dankbar, ich bin den Firmen dankbar, ich bin einfach dem Schicksal dankbar und dem Leben, dass alles so passiert ist, wie es passiert ist. Und das war eine sehr umfangreiche Antwort. Wow. Okay. Alexandra Dickmeis möchte wissen, wie schaffst du es, Arbeit und Familie zu verbinden? Was natürlich super hilfreich ist, ich verwende jetzt hier ein neues Augenbrauenprodukt von Mesauda und Leute, das ist sehr gut. Brow Glaminate, das habe ich jetzt auch von Purish bekommen, habe ich, wie gesagt, letztes Mal schon ausprobiert und es ist bombastisch, also das hält bombenfest. Ich zeige euch das mal kurz. So schaut es aus, wie so eine sich knickende Assel, habe ich das auch genannt. Und das ist wirklich sehr, 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 sehr tackernd, ne? Aber das mag ich ja. Also, ich schaffe das mit relativ wenig Schlaf und habe aber auch die Power und Energie, die ich dann einfach nutze. Ich schaffe das, das zu verbinden, indem ich einfach auch weiß, dass ich auf die Menschen in meinem Umfeld mich verlassen kann. Also vor allem auf meinen Freund, der ja einfach mit mir zusammen die Pläne macht. Also, dass wir uns gegenseitig auch den Rücken frei halten. Jeder kann seinem Gedönsen halt nachgehen, sei es halt Beruf, sei es Renovierungsarbeiten oder sonst irgendwas. Meine Kamera möchte gerade mein Licht fokussieren. Hallo. So nicht. Und dass man halt einfach auch versucht, dass man ja einfach sich gegenseitig auch die Freiräume lässt, die man einfach braucht. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schlüssel, sowohl zu einer glücklichen Beziehung als auch zu einer guten Work-Life-Balance, wenn man selbstständig ist und nicht Mutterschutz oder sowas hatte. Ne? Ich arbeite meistens, wenn Julius schläft. Also wenn er wach ist, dann wird sich halt mit Julius beschäftigt. Und wenn er wach ist, beschäftige ich mich natürlich mit Julius. Und wenn er schläft, kann ich halt filmen oder Sachen machen, wo ich mich konzentrieren muss, wo ich halt kompliziertere Videos schneiden muss. Und natürlich hängt das natürlich auch damit zusammen. Ich habe zum Beispiel das Rauschen und so in den Videos erst sehr, sehr spät selber bemerkt, weil ich die Videos oft geschnitten habe, wenn um mich herum eben Trubel war. Und deswegen, das tut mir unheimlich leid, da habe ich einfach nicht aufgepasst. Und das kommt auch so nicht mehr vor. Ich habe hier ganz viel geändert, also Kamera ist neu, Mikro ist neu, dann habe ich so Verbinder und Filter-Sachen und dann habe ich auch noch Programme, wo ich dann die Videos nochmal durchschicken könnte, falls da noch das Rauschen drin ist. Ich stöpsel hier immer diesen WLAN-Verstärker auch aus, sodass der nicht auch noch stören könnte. Es ist wild. Etwas, was mir aber auch unheimlich hilft, ist natürlich meine Familie selbst. Also meine Eltern und auch meine Schwiegereltern in Spee. Sodass die mir unter die Arme greifen und eben dadurch, dass mein Freund und ich in Anführungsstrichen so spät Eltern geworden sind. Ich verwende jetzt hier von Glamlight diese Milk Chocolate Palette mal. Da mache ich aber nur einen simplen Look mit. Eben dadurch ist es halt so gekommen, dass, die halt auch weitestgehend in Rente sind. Und ganz ehrlich, wir profitieren halt auch ein Stück weit davon, dass unsere Eltern sich getrennt haben, weil wir so dann nicht nur 4 Eltern haben, sondern 8. Und die brennen alle richtig drauf, uns unter die Arme zu greifen, beziehungsweise Julius zu treffen, Julius abzuholen, mit ihm irgendwas zu machen. Und da haben wir dann feste Tage festgelegt, weitestgehend, wo 3 unserer Elternpaare dann auf jeden Fall auch hier sind, weil ich weiß, dass unsere Eltern sowohl uns als auch Julius einfach öfter sehen wollten. Und als es dann halt alles etwas wuselig anfangs lief, hatte ich dann auch irgendwann gesagt, okay, wir machen da jetzt feste Tage, weil die es halt auch angeboten hatten und es auch einfach eingefordert haben. Ne? Und dann habe ich denen aber gesagt, naja, wir machen das jetzt aber nicht so, dass ihr vorbeikommt, wir einen Kaffee trinken und tralafitti, sondern ich brauche eure Hilfe. Ich brauche Unterstützung oder wir brauchen halt die Unterstützung. Das heißt, es wäre super, wenn wir, okay, wahrscheinlich halt vorher einen Kaffee trinken, vielleicht nachher halt auch. Aber wenn ihr dann was mit Julius unternehmt oder wenn ihr euch mit ihm beschäftigt, während ich filme oder schneide oder sonst irgendwas mache, das wäre mir halt unheimlich wichtig. Und da haben alle halt gesagt,
Ja, super gerne. Genau das wollen sie auch, ne? Und ja, das tut Julius gut, das tut unseren Eltern auch wirklich gut, das tut uns gut, dass man da einfach die Möglichkeit hat, dass ja, die Großeltern von Julius da sein wollen und da sind, sich kümmern und uns damit echt unter die Arme greifen. In meiner Schwangerschaft ist meine Mama damit angefangen und die ist dann immer vorbeigekommen zum Wäschefalten. Und es war echt Wahnsinn, weil ich konnte irgendwann nicht mehr, ne? Ich war so fertig, ich konnte viele körperliche Sachen nicht mehr. Und da hat Mama dann gesagt, wieso, das kann ich doch machen, ist doch kein Problem. Und dann, ja, ist das so gekommen und wir haben diese Hilfe halt wirklich dankend angenommen. Und es funktioniert super. Also alle sind wirklich happy damit und wir sind auch sehr, sehr offen mit unseren Eltern, ne? Das heißt, wenn jetzt irgendwas nicht funktionieren würde, wenn irgendwer sich blöd fühlt oder das nicht so weiter möchte oder so, hat jeder die Möglichkeit, das halt auch zu äußern. Das ist eine sehr offene Kommunikation, die ich mit meinen Eltern habe, aber auch mit Schatzis Eltern. Und ich finde das unheimlich wichtig. Also, dass man nichts macht, was man nicht machen will. Und genau, das ist auch alles entstanden im Laufe der letzten Jahre, mit meinen Eltern vor allem, ne, dass ich da halt auch eine ganz andere Art und Weise des familiären Umgangs mit denen habe. Viel, viel respektvoller und fairer und ehrlicher und das war mir so wichtig. Aber wir haben es geschafft und wir sind alle so happy damit, wirklich. Ne? Und genau, ja. Das heißt, nicht alle Eltern kommen auch regelmäßig vorbei, weil manche es einfach nicht können, weil sie es einfach so von sich aus nicht können. Und es ist auch vollkommen fein. Und wenn irgendwie auch was für irgendwen dazwischen kommt, dann, ne, wird das auch geäußert, sodass man das dann auch planen kann und so. Aber das ist alles kein Problem. Und klar, die Adventskalenderzeit war heavy. Das war wirklich heavy, sodass ich da halt auch ja, Gott sei Dank jemanden auch kennengelernt habe. Also ich habe eine Cutterin, die schneidet zwar nicht jedes Video, aber ich weiß nicht, auch nicht 30%, aber schon das ein oder andere. Ich sag mal so ein, zwei Videos pro Woche sind auch von ihr geschnitten. Die habe ich kennengelernt durch Elanelo, durch die liebe Özle, weil wir uns ja auf dem Rival Loves Me mit Maxim Event kennengelernt haben. Und da spricht man natürlich über vieles, ne? Also auch, also natürlich kann man auch sehr oberflächlich miteinander sein oder ne, nicht groß miteinander was besprechen, aber wir haben sehr, sehr Deep Talk gemacht, das weiß ich, mit vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen und das ist einfach so angenehm, da hast du einfach gemerkt, dass Maxim die Leute auch wirklich eingeladen hat, weil der auch selber einfach so eine ehrliche Haut ist, ne? Und dann sucht er sich natürlich auch für sein Umfeld oder die Leute, mit denen er sich umgibt, das sind dann auch wirklich solche Leute und das gefällt mir einfach. Das hat mir auch so, so gut getan. Und ja, wie gesagt, da habe ich Özlem auch getroffen und dann hatten wir auch über solche Themen gesprochen. Wie macht man das und wie kriegt man das alles gewuppt? Und weil natürlich so Thema Work-Life-Balance oder Burnout und so auch eine ganz, ganz große Thematik sind, die man auch untereinander bespricht, ne? Dass man halt auch fragt, Mensch, wie machst du das denn? Wie kriegst du das hin? Und da hat sie mir halt gesagt, Mensch, ich kenne da jemanden, die möchte gerne in dem Metier anfangen. Und wenn du Bock hast, kann ich dir mal die Nummer weitergeben und dann könnt ihr mal quatschen. Und vielleicht entwickelt sich ja daraus was. Und ja, so habe ich sie kennengelernt. Und dann haben wir natürlich erst so ein bisschen so kennengelernt. Und dann hat sie auch ein paar Videos mal so testweise geschnitten. Und in der Adventskalendersaison ging es dann halt so richtig ab. Und da hat sie mir halt wirklich sehr krass auch geholfen. Und es war echt fantastisch, dass Özlem uns zueinander gebracht hat. Da war ich auch echt dankbar, weil mir das geholfen hat. So konnte ich wirklich, ja, sie hat mir den Rücken halt freigehalten. Ich konnte dann auch wirklich mich darauf konzentrieren, vielleicht Videos zu produzieren. Und sie hat es dann geschnitten und ja, so dass das dann auch ein bisschen besser gewuppt hat, weil das natürlich auch noch so ein bisschen so eine Einfindungsphase für mich persönlich war, weil ich diese ganze Zeit natürlich noch nicht mit Kind vorher hatte. Und ja, das war echt schön. Und natürlich schneidet sie auch noch weiter das ein oder andere Video und so wie es halt für sie passt, ne, weil sie auch noch ganz normal Vollzeit arbeiten geht. Aber ich bin dann quasi ihr Start in die Selbstständigkeit. Das finde ich wirklich auch cool und für uns beide ist es eine Win-Win-Situation. Und ne, mich freut das sehr, dass wir uns gefunden haben, beziehungsweise dass Özlem uns bekannt gemacht hat. Ja,
Das ist echt cool. Und so habe ich dann auch einfach ein bisschen mehr Freiraum, sowohl eben durch meine ganze Familie, durch mein Umfeld und so, als auch eben durch meine Cutterin. Was auch unheimlich wichtig ist, ich weiß nicht, packe ich mir das in den Innenwinkel? Ich glaube schon. Ist tatsächlich, dass, also in meinem Job, ne, hast du viele Kolleginnen und Kollegen, aber mit nicht jedem kannst du gut Kirschen essen so. Und da ist es halt gut, wenn man sich dann im Laufe der Zeit auch irgendwie ein Umfeld erschafft und sich auch Menschen oder Menschen, sich mit Menschen vertraut macht, Menschen kennenlernt und so weiter, sodass man sich gegenseitig halt auch supporten kann. Das heißt, wenn man Fragen hat, wo man einfach nicht weiterkommt, weil du es nicht mal eben so googeln kannst, weil viele Dinge stehen einfach online nicht, dass man einfach weiß, okay, ich habe Leute, mit denen kann ich über solche Themen sprechen, die helfen mir, die beantworten mir meine Fragen und ich bin nicht alleine. Also Kollegen sind auch so wichtig, das sage ich immer wieder, denn YouTube ist kein Haifischbecken. Ein Haifischbecken ist es nur, wenn manche Creator das zu einem Haifischbecken machen und sich so verhalten. Das hatte ich ja letztes Jahr auch als Situation, dass da welche waren, wo ich einfach gedacht habe, Leute, ganz ehrlich, das muss doch jetzt echt nicht sein. Also so YouTube-Beef und so, das ist halt wirklich, das sind Zeitfresser und ich finde, das ist auch absoluter Kindergarten, denn wir sind alles erwachsene Leute. Da muss man jetzt nicht irgendwie anfangen, sich gegenseitig die Butter vom Brot zu mopsen oder neidisch zu sein, missgünstig zu sein. Nee, und da habe ich wirklich auch Leute in meinem Umfeld, wo ich weiß, wenn ich auch irgendwelche Steuerfragen habe oder wenn sie Steuerfragen haben, dass man einfach miteinander sprechen kann, dass man da einfach sich gegenseitig hilft. Ich denke da zum Beispiel an meinen Kanal-Hack. Und das Erste, als ich davon erfahren habe, war zu sagen, okay, da, scheiße, irgendwer, wer kann mir denn da helfen? Und da kam mir direkt Danny in den Kopf, ne? Also mein Verleger Danny Pelletier, wo ich ja auch meine Bücher immer rausbringe, weil er einfach von seinem Typ her so eine gechillte Base hat. Und ich einfach wusste, wenn ich Danny um Hilfe bitte, erstens weiß ich, der wird mir helfen, weil er einfach so ist, wie er ist und wir uns gegenseitig jederzeit helfen würden. Egal, ob man das gerade sagt oder nicht, wenn man erfährt, der andere braucht Hilfe, dann hilft man sich gegenseitig. Das ist immer so meine Einstellung. Das habe ich bei so vielen Kolleginnen und Kollegen auch schon erfahren. Ne? Vor allem in dieser Hackzeit war das bei mir so richtig, richtig krass, dass ich das einfach gemerkt habe, dass die Leute mir geholfen haben, ohne dass ich danach gefragt habe. Ne? Ja, und Danny hatte ich dann halt direkt angerufen. Und Danny hat auch direkt realisiert, alles klar, da ist die Hütte am Brennen. Und der hat sich direkt um mich gekümmert. Mein Freund war zu dem Zeitpunkt krank, der konnte wirklich gar nichts. Und ansonsten, ich wusste echt nicht, wohin mit mir. Ich war wirklich vollkommen, ja, planlos. Ich hatte Angst, ich hatte echt Existenzangst und war so dankbar dafür, dass mir dann auch geholfen wurde. Genau, also das hilft mir natürlich auch, alles unter einen Hut zu bekommen, indem ich einfach nicht alleine bin. Also ich habe Kolleginnen und Kollegen. Es ist nicht so, dass es meine Konkurrenz ist oder so. Nein, es sind meine Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen, also da, das hilft einem natürlich enorm, Leute. Ich kann es nicht anders sagen. Und deswegen, ich bin auch total supportive. Für eine Kollegin, heute hatte ich das auch schon wieder, eine Kollegin hat irgendein Problem, schreibt mich an, meistens dann halt über WhatsApp, wenn man sich halt auch schon näher ist, ne? Und schickt mir was und fragt mich nach meiner Meinung, sei es irgendwie, sie hat ein Kooperationsangebot bekommen, fragt mich, ob das fair ist oder dass Kolleginnen mir irgendwelche Steuersachen schicken, Mensch, wie machst du das so und so, ne? Oder mit welchem Programm arbeitest du, welche Technik hast du so, kannst du mal eben ein Foto von deinem Setup schicken. Das findest du nämlich online so einfach nicht und wenn Kollegen sich nicht gegenseitig helfen, dann kann das hier nichts werden. Das ist wirklich so. Das ist kein Scheiß, ne? Und weil es gibt für diesen Beruf keinen Rahmenplan, keine Stellenbeschreibung oder sonst irgendwas, da bist du wirklich darauf angewiesen, durch Learning by Doing vieles zu lernen oder eben Frage nach Hilfe, lerne Leute kennen und sowas halt, ne? Dass man das halt macht. Und da bin ich wirklich dankbar, dass ich eben mein Netzwerk habe, dass ich meine Leute habe und da auch immer wieder Leute auch hinzukommen. Eben dadurch, dass Leute mich ja auch was fragen oder ich Leute was frage, wenn ich irgendwas cool finde, ne? Oder Mensch, wie hast du das und das gemacht, ne? Das ist einfach schön, wenn man halt nicht so,
jeder kramt so für sich selber vor sich hin, sondern wenn die Leute auch offen miteinander umgehen. Und so schaffe ich tatsächlich auch eine gute Work-Life-Balance, weil ich viel Energie, die ich normalerweise anderweitig investieren würde, um mich da zu informieren, halt auch einfach sparen kann, indem ich einfach frage. Das ist so wichtig. Heute habe ich echt Sabbelwasser getrunken, ne? Das ist Wahnsinn. Das ist kein Kaffee, das ist Sabbelwasser, ich sag's euch. Steffi-Nachtfarben fragt, ich dachte mir heute beim Türchen Nummer 8, ach, die muss jetzt machen, dass es kracht, herzlichen Glückwunsch. Ja. Kerstin193 fragt oder schreibt, Happy Birthday Sammy, mich würde interessieren, ob ihr noch ein Geschwisterchen für Julius möchtet. Klar, also sowohl Schatzi als auch ich sind keine Einzelkinder. Und wir wünschen uns natürlich für Julius, dass er auch irgendwann mal eine Schwester oder einen Bruder bekommt. Klar, das wäre cool. Pebbles-Bell fragt oder schreibt, Happy Birthday Sammy, mich würde interessieren, ob du nächstes Jahr spannende neue Kooperationen anstehen. Also, das Ding mit den Kooperationen ist immer folgendermaßen. Na klar, habe ich meine festen Kooperationspartner, mit denen ich ja zusammenarbeite, wo ich halt auch immer weiß, dass da auch Folgekooperationen so oder so kommen, die sich aber natürlich auch erst im Laufe der Jahre entwickelt haben. Sei es natürlich Purish, ne? Da habe ich schon seit Jahren, ich glaube, seitdem es den Online-Shop gibt, eine Kooperation. Hier habe ich jetzt von Huda Beauty diesen Lifeliner, der ist sehr gut. Das heißt, da habe ich auch immer meinen Affiliate-Code, sodass ihr da dann auch immer wieder natürlich die Neuheiten mit mir zusammen testen könnt. So ja zum Beispiel auch heute. Dann ist auch definitiv Fix Dalton. Das ist ja auch der Kooperationspartner im Bereich Pflege, mit dem ich zusammenarbeite. Ich habe aktuell keinen festen Kooperationspartner im Bereich Pflege außer Dalton. Das heißt, da werdet ihr dann tatsächlich auch allerhand natürlich von sehen. Da bin ich gespannt, was da für Neuheiten kommen. Wenn ihr das Video seht, bin ich wahrscheinlich ja schon auf dem Event gewesen im Schwarzwald. Da habt ihr vielleicht sogar schon den Vlog gesehen. Und ja, aber ich drehe das Video natürlich vorher und bin super aufgeregt, wie das so wird. Und ich freue mich drauf. Auch da wieder die Sache, ne? Da trifft man dann Kolleginnen, die man entweder schon richtig lange kennt. Also ich bin ja auch schon mit vielen von denen auf Korfu gewesen oder in Malaga oder habe die auf anderen Events getroffen. Und andere, mit denen ich halt auch so über andere Wege schon Kontakt hatte, zum Beispiel Nicole Shigitas Place, die ist ja auch in der Trashy-Gruppe mit drin und mit der war ich ja auch schon auf einem Dalton-Event und wir waren auch schon zusammen auf der Glow. Und aber jetzt bin ich nicht schwanger, da bin ich auch ein bisschen, ne? Ja, da das ist natürlich auch nochmal was anderes. Da habe ich nicht mehr diese Probleme, diese Pocke und auch nicht diese Übelkeit und hast du nicht gesehen. Oh, das wird natürlich auch nochmal eine ganz andere Nummer werden. Und genau, da ist natürlich auch noch viel Wissen, was so geteilt wird. Naja, ansonsten spannende Kooperation für dieses Jahr. Ich hoffe natürlich, dass manche meiner Kooperationspartner, mit denen ich ja auch generell so zusammengearbeitet habe, auch wieder mit mir zusammenarbeiten. Klar, Lookfantastic hat auch immer wieder Neuheiten, die ich euch auch vorstelle. Das ist ja auch eine langfristige Kooperation seit ungefähr einem Jahr. Und also eine die halt grundsätzlich besteht. Dann mein Punkt habe ich, also Schmuck. Trage ich heute auch neue Schmuckstücke. Genau, die haben mir zum Jahreswechsel angeboten, dass ich einen permanenten Code für euch habe, Claudi30. Fand ich ganz cool, muss ich sagen, dass ihr halt nicht diesen Stress habt, so, oh mein Gott, nur jetzt kann ich jetzt das und das sparen, sondern ihr könnt grundsätzlich immer 30% sparen. Ich habe jetzt Ohrringe und eine ganz lange Kette von denen auch an. Kann ich euch mal kurz zeigen. So schaut die aus. Da habe ich auch noch andere drüber gelayert, weil ich es irgendwie fancy heute fand. Und genau, da habt ihr auf jeden Fall natürlich noch weiter Content von mir zu erwarten. Mein Müsli habe ich hier stehen, wahrscheinlich habt ihr die Videos auch schon gesehen. Da plane ich was in Richtung Karneval, das ist auch sehr witzig. Ja, ansonsten ergeben sich meistens die Sachen sehr spontan, ne? Also das ist dann nichts, was man jetzt irgendwie mega weit im Voraus plant, sondern man hat irgendwie eine Anfrage oder es ist halt gerade irgendwie was Neues gelauncht worden, eine neue Marke entsteht oder so und dann schreiben die Firmen einen an. Benefit bekomme ich auch immer wieder PR und stelle euch da die Neuheiten vor. Ansonsten muss man mal gucken, wie sich das alles so entwickelt. Klar, die Boxen, die ich zugeschickt bekommen habe, laufen weiter, weitestgehend, denke ich mal. Und einfach mal gucken, ne? Also das ist halt mein Job, der ist wenig so, dass du eine Base hast, in Anführungsstrichen. Also du hast natürlich
irgendwann auch eine gewisse Base an einem festen Kreis, aber ich persönlich interessiere mich ja auch immer wieder für Neuheiten. Was gibt es so auf dem Markt? Ne? Ich habe ja auch von Benefit jetzt das Setting Spray. Oh, so ein toller Sprühnebel. Ich liebe es und es ist bald her. Genau. Und da muss ich einfach mal gucken, was da noch so Spannendes auf uns zukommt. Klar, ich bekomme jeden Tag x Anfragen. Also jetzt ist es ein bisschen weniger zum Jahresanfang, aber so zum Jahresende hin, in den letzten drei, also die letzten drei Monate des Jahres, geht die Party immer so derbe ab. Oh mein Gott, also da habe ich jeden Tag 10 neue Kooperationsanfragen, wo man dann erstmal gucken muss, also 10, die nicht im Spam-Ordner landen, sondern die generell in meinem Posteingang sind. Das ist krass. Und da muss man natürlich dann erstmal validieren und herausfinden, was ist das für eine Firma, lohnt sich das und so weiter. Ich denke, bei Claudis Bunte Welt geht es auch mit Halara noch weiter. Da habe ich hier auch schon wieder einen Haul liegen, den ich euch dann demnächst mal abfilmen wollte. Also viele, die bestehen, werden auch weiter bestehen. Einfach weil man so merkt, dass mir persönlich die Produkte natürlich gefallen und auch die Kooperation, dass euch das Ganze gefällt. Weil da habe ich auch letztes Jahr gut durchgesiebt, weil ich dann auch nachgefragt habe, wie sieht's aus, wie wird mein Code verwendet und so. Und wenn Firmen da gar nicht drauf antworten, ist natürlich das Vertrauen zum Beispiel ein bisschen hin. Oder wenn sie lügen oder wenn sie einen irgendwann ghosten. Und da habe ich dann natürlich auch ein paar Kooperationen beendet, einfach weil das nicht mehr so von der Vertrauensbasis her da war und ich mir einfach gedacht habe, okay, ist das überhaupt noch was für meine Community? Ist das überhaupt noch was für mich? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch gemerkt, dass ich ja auch manche Kooperationen beendet habe und ich glaube, die wurden schon ein bisschen vermisst, aber dadurch, dass ich dann auch auf Kollegen zum Beispiel verweisen konnte, wurde es dann doch nicht mehr so vermisst. Naja, ich habe jetzt hier von LH Cosmetics die Infinity Power Lash Mascara. Ich dachte erst immer so, die magst du doch gar nicht, aber die ist richtig geil. Hier hat so ein Gummibürstchen und die trage ich jetzt gleich auf, wenn ich die nächste Frage beantworte. Ja, also das ist so fürs nächste Jahr geplant und natürlich auch zum Ende des Jahres ist auch noch ein weiteres Buch geplant, wobei ich versuche, das dann auch so rauszubringen, dass man es auch wirklich unterm Weihnachtsbaum finden wird, ne? Ja, da könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr euch wünschen würdet, was ich als Buchthema rausbringen würde. Das würde mich mal interessieren. Larissa Sunrise-02 fragt, welches war dein Lieblingsfach in der Schule? Lesen war in der Grundschule immer mein Lieblingsfach. Ich habe schon gelesen, bevor ich in die Schule kam. Ich konnte lesen und schreiben, bevor ich in die Schule kam, weil ich ja auch einen älteren Bruder hatte und so. Und fand das immer super interessant. Ich habe dann auch sehr, sehr früh angefangen zu lesen. Und ich war so ein Lesefreund. Leute, alles, was ging, habe ich weggelesen. Teilweise, wenn wir im Urlaub waren und wir dann irgendwie durch die Straßen geschlendert sind oder wandern waren, spazieren waren, hat mein Papa mich so in den Arm genommen, also der hat seinen Arm um mich gelegt oder ich habe mich bei ihm eingehakt, hatte ein Buch in der Hand und habe beim Gehen gelesen. Und das war echt mein Vibe. Ich habe immer gelesen, immer und überall. Und ich habe es so geliebt. Das war so schön, Leute, ich sag's euch. Genau. Dann war irgendwann, ja, also so in der weiterführenden Schule, fand ich Sprachen immer super interessant. Das war meins. Wobei ich die Grammatik immer schlimm fand. Ich fand aber die Sprache zu sprechen und die Sprache sprechen zu können, also Vokabeln zu können, sein Wissen zu erweitern, total spannend. Habe deswegen ja damals auch Französisch gewählt und hatte Französisch und Englisch und später habe ich dann aber nicht Spanisch genommen, weil ich in den Chor wollte und das war tatsächlich das Alternativfach, glaube ich. War das Chor oder war das Kunst? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall halt so kreative Fächer waren so meins. Und als dann das Ganze noch weiterging, also so 9., 10. Klasse war das, glaube ich, war Mathe mein Ding. Oh Gott. Ja, Mathe fand ich großartig. Wenn man am Ende halt so eine vernünftige Lösung hatte oder alles Mögliche errechnen konnte und so weiter. Später habe ich sogar als Leistungskurs genommen, was dann leider ein Fehler war, weil er nicht ganz so gut hingehauen hat. Gut, mein Abi war in Ordnung. 2,3, kannst dich nicht beschweren, Claudi. Aber Mathe war da echt so das, was alles so ein bisschen runtergerissen hat. Denn in der Oberstufe habe ich halt da auch wieder meine Passion für Sprachen entdeckt, weil da dann auch spannende Themen kamen. Ich habe hier eine Wimper in meiner Dings drin. Gedichtanalyse. Oh, und das auf allen Sprachen. Voll mein Ding. Ich bin ja auch so ein, offensichtlich. Vergangene Verse, ihr wisst Bescheid. Und
Was ich gar nicht mochte, waren Sachtextanalysen, aber auch da kam mir wieder dieses mit Lesen zugute, weil dann auch quasi ja, Bücher so relevant waren. Ne? Romeo und Julia, Emilia Galotti, was hatte ich denn noch mit dem im Abi später? Weiß ich gar nicht mehr. Ja gut, hier Werthers, nicht Werthers Echte. Das hatten wir damals von unserer Lehrerin, ich glaube bei der Klausur dazu, auf den Tisch gekriegt. Das war sehr süß. Werthers Reisen? Nein, keine Ahnung, wie das hieß. Wir hatten ganz verrückte Bücher. Abi 2008. Oh, also da waren wirklich sehr verrückte Sachen mit dabei. Aber Emilia Galotti fand ich großartig. Nee, Romeo und Julia hatten wir gar nicht im Abi. Das habe ich damals genommen, um das mit Emilia Galotti zu vergleichen. Da habe ich die Vaterfiguren verglichen. Das war meine Facharbeit damals. Naja, auf jeden Fall Deutsch, Englisch fand ich so geil. Einfach, weil ich da auch gemerkt habe, dass ich vieles davon auch später anwenden konnte. Was natürlich dann ein bisschen blöd war, ich konnte kein Buch mehr lesen, keinen Film mehr gucken, ohne es zu analysieren. Weil dieses Analytische war halt irgendwann in meinem Brain drin. Und das war dann natürlich ein bisschen nervig. Aber naja, genau. Aber das waren so meine Lieblingsfächer. Da war ich wirklich sehr, sehr klassisch unterwegs. Später halt, ne, so Mathe, Deutsch, Englisch, Französisch, aber halt jetzt nicht super fancy-pantsy-mäßiges. Ja. Und seht, was aus mir geworden ist. Eine Labertasche, die ein Buch über Gedichte rausbringt. Das muss ich unbedingt meiner Lehrerin von damals noch schenken. Ich will jetzt ihren Namen nicht sagen. Frau R. Ich freue mich. Ich glaube, die ist auch schon in Ruhestand. Aber ich glaube, die ist unheimlich stolz, wenn ich ihr das überreichen würde. Weil das auch die Phase war oder die Zeit war, wo ich ja auch ihre Schülerin war. Und ich weiß noch, als wir dann auch Gedichte hatten, also sie hat mich damals auch wirklich geprägt und sie hat mich auch inspiriert, tatsächlich, weil wir dann auch in der Unterrichtseinheit so Gedichte schreiben hatten oder Gedichte verbalisieren und so, ne? Oh, so geil, dass du halt wirklich auch fühlst, was der Autor sich dabei gedacht hat. Das hat die so gut rübergebracht, also eine ganz tolle Lehrerin war das. Und die mochte ich wirklich, wirklich gerne. Die war auch damals mit uns auf Abschlussfahrt und so. Die war cool, die war richtig cool. Und auch wirklich gut. Also die hat einem auch was beigebracht, ne? Genau. Ja, ne, das waren dann so meine Lieblingsfächer, meine Passionen, die ich hatte. Also immer alles so ein bisschen tatsächlich, sowohl sprachlich als auch analytisch, mathematisch. Das war so meins. Ja, das ist es bis heute. Das ist ganz cool. Ach, und später natürlich in einer weiterführenden Schule, in einer Berufsschule, klar, gibt es ja auch noch. Da fand ich jetzt Englisch und Mathe eher öde, weil da halt total Pipifax-Themen für mich damals besprochen wurden, weil ich die ja auch als Leistungskurse hatte. Und ja, das war dann halt so ein bisschen dröge, aber es war halt okay. Also Berufsschule habe ich ja als Klassenbeste abgeschlossen und hatte auch diverse Male 1,0er Schnitt und so, einfach weil ich gemerkt habe, dass es meins ist, ne? Oh Gott, ich war jetzt kein großartiger Streber oder so, aber ich habe gemerkt, dass ich das, was ich... Ey. Das, was ich dort gelernt habe, auch in die Tat umsetzen konnte. Und das hat mir einfach sehr geholfen. Und was waren denn da meine Lieblingsfächer? Hier Geschäftsprozesse, das mochte ich ganz gerne. Wurde nachher ein bisschen freaky, aber war ganz gut, weil man da halt auch sehr viel reden konnte und schreiben konnte. Aber auch Steuerung und Kontrolle, wo du halt sehr... explizit die Themen hattest. Ne? Das ging auch viel um Rechnen und um Logik. Also ich bin halt immer so zwei Herzen in einer Brust gewesen, immer schon. Sowohl Logik als auch dieses Emotionale. Und ja, das passt eigentlich ganz gut. Ne? Crazy. Okay, ja, so viel zu meinen Lieblingsfächern. Jetzt mache ich noch eine letzte Frage. Viele fragen, ob ich noch weitere Kinder möchte. Schön. Silberzwiebel fragt, welcher Adventskalender, wenn du einen kaufen könntest, wäre dein Favorit in 2023? Das geht jetzt aber ganz leicht, Leute. Ich verwende von LH Cosmetics den Poppy Fantastic und das wird jetzt etwas dunkler auf den Lippen, aber schön. Man braucht nicht unbedingt dazu einen Lip Liner, aber der Nabla 4,5 würde zum Beispiel super passen, wird dann aber natürlich noch alles ein bisschen dunkler. Und meine Antwort ist Look Fantastic, denn ich finde, da haben die wirklich ein gutes Zusammenspiel geschaffen. Die haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis geschaffen und die haben
einfach sehr vieles sehr richtig gemacht und mein Geschmack halt auch extrem getroffen. Deswegen bin ich euch damit auch ständig auf den Keks gegangen, dass ich euch immer wieder gesagt habe, der ist noch verfügbar. Und ich habe ihn ständig in der Infobox verlinkt, einfach weil der so, so gut war. Ist wahr. Ja, also die Produkte, die da drin sind, sind gut und der Adventskalender war gut. Also da hast du gemerkt, dass die Firma sich wirklich Gedanken gemacht hat, eine gute Konstellation zu schaffen und halt auch wirklich kundenorientiert zu arbeiten und nicht nur, oh, wir müssen noch einen Adventskalender rausbringen. Was packen wir denn da rein? Was haben wir noch auf Lager? Fegen wir zusammen. Okay, läuft. Ne? Also das war halt in dem Sinne nicht so. Und ja, deswegen, Look Fantastic, fand ich 2023 war der beste Adventskalender. Ihr Lieben, das ist jetzt einfach mal mein Q&A gewesen. Hier haben wir den fertigen Look. Ich mag ihn. Es ist zurückhaltend. Nicht full coverage, ne? Aber es ist einfach ein schöner Alltagslook eigentlich im Prinzip. Und ich hoffe, ihr hattet hier euren Spaß. Und wenn das so gewesen ist und euch das Video gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.